Hallo und willkommen zurück bei Fortress-Kräfte Evolved Let's Play Together gemeinsam mit der Tibra. Grüß euch, hi. Und mir, dem Anduin. So, wir bauen die Blöcke auf, die wir da alle haben. Mhm. Damit wir uns einig werden, mit was wir bauen. Ja, ich bediene mal wieder falsch, wie immer. Oh, ein Loch. Wir kennen das ja schon. Okay. Das ist eine Lochplatte oder so. Den da gibt es dann in verschiedenen Farben. Den habe ich jetzt nur mal in weiß gemacht. Den gibt es dann in blau, rosa und was weiß ich was. Der schaut cool aus irgendwie. Der Reinforced Rock. Der Reinforced Wood. Das ist der normale Holz. Dann das ist Glas mit Holzrahmen. Das ist das Space Window. Gefällt mir sehr gut. Dann das will ich unbedingt beim Boden verwenden. Und den da. Und zwar um zum Beispiel die ganzen Förderbänder oder so am Rand. Legen wir sowas hin. Platzierter. Okay. Praktisch als Abgrenzung. Dann das ist der Marmor, den kennen wir ja schon. Neon. Und das war dieser Neon irgendwas. So, dann Eisen. Was war das? Ah, nein, das ist ja der, was da hinten steht. Der Reinforced Rock. Das ist der Ziegel. Okay, sehr schön. Fragt mir nicht, keine Ahnung. Chilled Rain. Wie heißt der? Ja. Chilled Reinforced Rock heißt der. Also, das wären's. Okay. Also mir gefällt das zweite als Säule, der Brick gefällt mir, das Space Window, ja. Genau. Hätte ich auch so gesehen. Und dann nehmen wir die anderen weg. Können ja... können zum Beispiel mit dem Marmor im Boden machen. Dem da. Die Wände mit dem Ziegel. Die Ecken mit der Säule, das war das zweite. Die Ecken, die Säule da, oder? Ja, genau. Okay, willst du was eher Mittelalterliches auch dabei haben? Okay. Dann tun wir es halt weg, aber die Ecken hätte ich gerne mit irgendwas. Mit dem da, mit dem blauen. Ja, das geht auch. Gut, haben wir den weg. Irgendwie finde ich das ja auch spießig. Zum Beispiel als Decke, wenn man oben drüber geht. Wo. Ja, na so, auch aus diesem komischen Metallträger möchte ich dann einmal was bauen. So, der Reinforced Rock, wie gefällt dir der? Ich glaube, das Holzfenster werden wir wegnehmen, das ist nicht passend. Das passt gar nicht. Dann den normalen Wood nehme ich auch weg, obwohl er zwar schön ausschaut, aber es ist halt ja. nicht spacig. Ja, aber der gefällt mir auch. Und der Reinforced Wood, also der mit dem Metallrahmen da, tun wir weg. Weg. So, dann sind das eigentlich unsere Blöcke, ne, mit denen wir bauen. Okay, ich schau mal wieder zum Eisen. Gut, weil dann fange ich mal an, dass ich mal Marmor mache, weil dann ziehe ich mal unsere Platte ein. Ja, das kannst du machen. Und jetzt würde mich interessieren, ob da was retour kommt. Nein. Er baut die Blöcke ab, aber sie sind weg. Oder er baut sie in die Creation Paste vielleicht wieder. Ah, siehst du, ich habe eine herinnen. Creation Paste? Oder habe ich die noch von vorher drin? Das kann von vorher noch sein. Okay. Ich schaue da mal rein. Nein. Die ist nicht von vorher. Okay. Ja. Bisschen an Dreck kriegst du wieder raus. So, ihr habt da irgendwelche Platten. So, die Industrie will aufgebaut werden. Dann nehmen wir gleich die ganze Creation Base, was da drin ist.
Dieser Story Chopper. So. Gut. Dann bauen wir Diet Marble. Gut, 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 gut. Das Teil gehört hierhin. Dann kommt ein Storage Hopper. So, schauen wir mal, wie viel Creation Beast wir schon wieder haben. Bitte. Geht ja ratzfatz, ne? Jo. So, dann brauchen wir das hier, glaube ich. Ebenfalls. So, da haben wir gleich das letzte. Was fehlt uns da? Was fehlt uns da? Hilfe, was fehlt uns da? Genau, das hier, dank das komische und das andere komische. Okay, ist ja ganz klar. Gott sei Dank schwebt hier wie beim Eingriff alles in der Luft, wenn man den Boden wegnimmt. Okay, das ist leer. Ach Gott, das steht ja an. Mein Gott. Was ja, ich mache schon wieder zu. Ja, ist okay. Gut, wir haben. Das können wir, glaube ich, jetzt schon. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Das da brauchen wir. Dann brauchen wir das ist auch hier. Warte mal, das. Nein, ich PCBs. Oh, 5 Iron Blöcke. Ja, jetzt kriegt das Ganze ein Gesicht. Ach, Kacke, viel zu wenig. Wie baue ich PCBs? Wie baue ich PCBs? Ja, PCBs hast du ja dort stehen. Schon. Das ist das, wo drei Maschinen hintereinander stehen. Da kommt dann die. Korrigiere. Charged PCB. Charged PCB ist aus dem Lithium. Das war das, wo ich beim letzten Mal zig PCBs gebaut habe. Und das letzte war es dann eben das Lithium. Oder das habe ich als letztes probiert. Okay. Gut. Oh.
da noch einen rauszunehmen. Da. Dann legen wir das alles sehr fein sorgfältig zurück. Wir haben dieses Gerät hier. So. Ist es das? Ich denke, es ist das. Hoppala. So, was brauche ich jetzt? Das gleiche wieder aufbauen für eins hinterbei eigentlich. Oder wie viel Platz soll ich da jetzt lassen? Die brauchen nur zwei, drei Storage Hopper. Dass ich fürs Lithium und fürs Eisen aufbaue. Weil das braucht. Nein, Lithium haben wir gedacht, machen wir da nebenbei. Mhm. Okay. Also sprich, da was freilassen und dann für Lithium so eine Zelle. Und okay. Da drüben können wir nur Eisen dranhängen. Okay. Dazwischen haben wir die 11 frei. Mhm. Gut, was brauche ich? So, mir geht. Star Chopper. Ja, was geht dir dann aus? Der Marmorboden. Crafting, crafting. Oh. Okay, Zinn. Wir werden Zinn. Gut. Crafting. Crafting, 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 crafting. Es heißt, ich nehme das hier mal weg. Wir müssen Platz schaffen. Wir müssen Platz schaffen. Mhm. Okay. Ich hätte da ein bisschen Rubble anzubieten. Immer wieder gern. Sehr schön schaut das schon aus. Das heißt, so. Ich werde für zwei Zeilen werde ich noch freilassen. Oder? Wie was für zwei Zeilen? Für zwei Industriewege pro Material.
den Abstand, so wie ich da zwischen Kupfer und Zink gemacht habe. Also 11. Ach, so weit? Ja, wie man gesagt, dass nur, falls es ein paar Industriezeilen ja, gibt. Ja, ja. Mhm. Ich hab dir aber gefragt. Ich hab das anders verstanden gehabt, aber ist okay. Dann 11 sind's. Okay. Dann brauche ich hier noch viel mehr Platz. Wenn du gewundert, dass du bei meinen Größenwagen gleich mitmachst. Ja, ich mehr. So, dann machen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, und da kommt jetzt der erste. Und wie schaut das jetzt aus? 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, wieder 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja, von mir aus. Also hier geht's dann rein. Na gut, da ist noch ein bisschen was zum Wegbauen. Nochmal gedanklich nachziehen. Ja, und das ist dann der erste Storage Hopper hier so rein. Ich glaube, ich habe es kapiert. Hoppala. Das wäre dann so. Ich würde da gleich mal das Lithium dranhängen. Es geht ja ratzfatz mit der Kanone. Mit der Kanone? Ja, nicht. Also so abbauen meinst du da? Ja. Ja. Herrlich. Hat schon was, ja.
das Eckchen habe ich gleich weg. Okay, wo kommst du her? Habe ich da irgendwo was beleidigt? Na, denke nicht. Jetzt schon sehr sauber aus. Ich klicke ganz anders. Warte, ich schau mal, was ich noch am Material habe. Ich habe Groove-Zement, haben wir sich glaube ich nicht angeschaut. 6 Rubble. Möchte ich einmal schnell sehen, die ausschaut. Nein. Oh, muss ich kaufen. Gut. So, und wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet es beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Fortress-Kräfte Wolf, Let's Play Together gemeinsam mit der Tibra. Okay, ciao. Und mir dem Anduin. Ciao.